Ich bin Coach in Berlin. Triadisches System. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mir sehr schwer getan, das triadische System zu verstehen. Deswegen war für mich sehr wichtig, hier ein Video zu drehen, was das Ganze ein bisschen vereinfachen soll. Ob ich das wirklich geschafft habe, ist es schwer zu sagen. Ihr könnt mir am Ende des Videos in den Kommentar schreiben, ob das irgendwo geholfen hat oder ob man vielleicht das noch verbessern könnte. Auf jeden Fall, worum es ja geht, ist ein triadisches System der Psychiatrie nach Kurt Schneider, also eine traditionelle Einteilung oder Klassifikation, die sich als gute Orientierungshilfe seit Jahrzehnten sehr bewährt hat. Worum geht es hier? Das triadische System teilt die psychiatrischen Krankheitsbilder primär in drei Bereichen auf. Man unterscheidet psychogene Störungen, exogene Störungen und endogene Störungen. Psychogene Störungen sind Abnormen, Erlebnisreaktionen, Persönlichkeitsstörungen, Neurosen. Endogene Störungen sind Störungen, wo keine endgültige Erklärung zu finden ist, multifaktorielle Entstehung, genetisch bedingt, Schizophrenien, manische depressive Erkrankungen und eben noch nicht begründbare körperliche Psychosen. Exogene Störungen sind körperliche begründbare Psychosen, wo primär oder sekundär das Gehirn betroffen ist, akute Psychosen und chronische Hobbs-Demenz. Was versteht man unter Hobbs? Hobbs sind hirnorganische Psychosyndrome und es handelt sich um meist irreversible Folgezustände eines fortschreitenden Hirnabbauprozesses. Zum Beispiel bei Alzheimer, einmalige Probleme mit dem Hirn wie Tumoren, Traumen, chronische toxische Einwirkungen, insbesondere Alkohol, Hirnschädigungen, Hirnfunktionsstörungen. Das werden wir aber in einem weiteren Video der chronische hirnorganische Psychosyndrome Demenz mehr erklären. In dieser einen Tabelle sieht man, dass exogene Psychosen, körperliche Erkrankungen mit Hirnbeteiligung sind, Intoxikationen, Infektionskrankheiten, Organerkrankungen mit systemischer Beteiligung. Was versteht man unter systemischer Beteiligung? Also eine systemische Erkrankung ist eine Krankheit, die sich auf ein gesamtes Organsystem auswirkt, wie zum Beispiel das Blut, Leukämie, das zentrale Nervensystem oder die Muskulatur als Ganzes. Und primäre Hirnerkrankungen wie Meningitis, Enzephalitis, Hirntumoren, Delir, Multiple Sklerose, Epilepsie, Demenz und so weiter. Endogene Psychosen, Schizophrenie, manische depressive Erkrankungen, schizoaffektive Erkrankungen, wahnhafte Erkrankungen. Psychogene Erkrankungen sind halt Persönlichkeitsstörungen, abnorme Erlebnisreaktionen und Persönlichkeitsentwicklungen, Süchte wie Alkohol und Drogenabhängigkeit, Sexualstörungen, Essstörungen, Schlafstörungen. So, was mir noch geholfen hat, um das Ganze zu verstehen, ist auch zu schauen, wie jetzt im Vergleich zu ICD-10 das Ganze steht. Bei exogenen Psychosen, also primäre Hirnkrankheiten und so weiter, findet man die praktisch unter ICD-10, unter F0 und F1. Bei endogenen Psychosen kann man bei ICD-10, F2 und F3 schauen und abnorme Variationen. Und bei psychogenen Störungen kann man ICD-10 von F3 bis F9 schauen. Dann habe ich mir so ein paar vereinfachte Versionen gemacht. Also exogene erinnere ich mich einfach nur an Körper, also körperlich begründbare Störungen. Bei endogene erinnere ich mich einfach an das Wort was, also Wahnentwicklungen, affektive Störungen, Schizophrenien. Und bei psychogenen habe ich mir gemerkt die zwei Wörter Pass, Press. Also ich stelle mir einfach so eine Presse, die einen Pass presst halt. Ist ein bisschen dumm vielleicht, aber es hilft. Es ist eine Eselsbrücke, die vielleicht helfen kann. Also psychogen, also Persönlichkeitsstörungen, Anpassungsstörungen, somatoformen Störungen, Schlafstörungen, also alles, was man in einem imaginären Psychopass finden könnte, was derjenige so erlebt, ja. Also psychosomatischen Störungen, Reaktionen auf schwere Belastungen, Essstörungen, Symptomneurosen, Sucht und Abhängigkeit. Gott sei Dank steht das alles nicht wirklich in dem Pass.